Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Nino und wir schauen uns heute die Foscam R4 an. Und das hier, wie der Name schon mal uns suggeriert, ist eigentlich die nächste Kamera von der R-Serie von Foscam. Und die Serie davor war ja die R2. Die R4 ist ein Hardware-Upgrade für die Kamera selbst und ermöglicht es uns, Videos mit 2K-Auflösung aufzunehmen, was sehr, sehr cool ist und natürlich uns zusätzliche Möglichkeiten gibt, ein viel größeres Areal zu bewachen, wenn wir zum Beispiel einen sehr großen Raum haben oder einen Laden, der relativ groß ist. Eine höhere Auflösung bedeutet letztendlich, dass wir mehr sehen können, mehr Details sehen können. Auch wenn wir hereinzoomen, können wir weiterhin Details sehr gut erklären. Erkennen. Und natürlich bietet uns das auch die Möglichkeit, diesen Software-Zoom, der hier vorhanden ist, zu nutzen und dennoch immer noch, wie gesagt, alles gut zu erkennen. Es ist kein optischer Zoom vorhanden bei der R-Serie von Foscam und das ist aber kein großes Problem, besonders bei der Kamera. Sie unterscheidet sich von der R2 auch darin, dass sie nur in Weiß verfügbar ist. Die R2 war auch in Schwarz verfügbar. Das kann Nachteile mit sich tragen. Meine R2 war auch weiß und sie stand genau am Fenster und ich habe nach einem Jahr bemerkt, dass die R2 leicht gelblich geworden ist auf der einen Seite, wo das UV-Licht sie immer erwischt hat. Deswegen habe ich jetzt auch etwas abgestellt, wodurch die R4 abgedeckt wird seitlich, damit nicht so viel Licht auf sie drauf geht. Die Verfärbung war minimal, aber dennoch erkennbar, wenn man vorsichtig schaut. Deswegen finde ich es ein bisschen blöd, dass die R4 nur in Weiß verfügbar ist. Schwarz wäre einfach besser gewesen aus dieser Hinsicht. Aber Schwarz verfärbt sich grundsätzlich auch. Man sieht es auch letztendlich. Also man muss immer irgendwie abdecken, wenn man das nicht möchte. Und das habe ich auch so gelernt. Gut, ein weiterer Unterschied, der sofort auffallen wird, ist der Preis. Die R4 kostet fast zweimal so viel wie die R2, bietet dafür aber auch das Doppelte an Auflösung und somit viel mehr Möglichkeiten, wie gesagt, ein großes Areal zu bewachen. Wenn ihr irgendwie ein Zimmer bewachen wollt nicht nur ein Zimmer, sondern irgendwas bewachen wollt, das nicht so groß ist, reichen euch 1080p absolut aus. Full HD ist immer noch König, aber mehr ist natürlich besser. Das wissen wir schon, wenn es um Kameras jeglicher Art geht, auch Handykameras und so weiter. Und das ist hier natürlich auch so. Wenn wir uns die Software anschauen, werden wir feststellen, dass ein paar minimale Änderungen hier auf dem Browser verfügbar sind. Aber das Wichtige eben ist, dass hier eine Änderung gemacht worden ist, die wir etwas später sehen, aber die mobile Applikation, die auf dem Handy herunterzuladen ist, wurde deutlich verbessert. Also die sieht ein bisschen besser aus, ist bequemer zu nutzen und ich bin großer Fan davon. Diese Kamera hier arbeitet momentan mit 60 Hertz in HD-Mode mit 2K Auflösung. Wir haben natürlich die Spiegelung hier, wenn wir unsere Kamera vor einem Spiegel haben zum Beispiel, dadurch wird das Bild korrigiert. Flip-Funktion ist gut, wenn die Kamera kopfüber steht, dann können wir das Bild so korrigieren. Zoom funktioniert super, wie gesagt, hierbei handelt es sich nur um ein reines Software-Zoom, kein optisches Zoom. Dennoch, immer noch alles sehr klar erkennbar, wie gesagt, wegen der großen, hohen Auflösung. Und das ist etwas, das ich persönlich sehr schätze. Bessere Auflösung ist immer besser, da kann man nichts falsch machen. Aber wenn man zum Beispiel darauf von außerhalb des heimischen Netzwerkes zugreifen muss und nur auf sein Handy mit dem mobilen Internet hat, dann wird natürlich dieser Datenstrom, der da kommt, ist einfach zu groß. Und deswegen ist es grundsätzlich besser, einen Substream auszuwählen und mit niedrigerer Auflösung zu schauen, einfach damit das Ganze nicht so hakelig ist. Unsere Cruise-Funktion erlaubt uns, die Kamera zu schwenken, wie wir wollen und das auch automatisch, wenn wir wollen. Ich bin grundsätzlich kein Freund von automatischem Schwenken, einfach weil die Kamera metallische Teile hat da drin und diese Teile werden sich mit der Zeit verschlechtern und sogar kaputt gehen. Das ist natürlich bei allem so, wenn ihr ein Auto kauft, ist das Prinzip das gleiche. Aber Autowartung passiert viel öfter als Kamerawartung, das will man grundsätzlich nicht machen. Deswegen bewege ich nur die Kamera, wenn ich sie brauche. Ich stelle sie nicht auf automatisches Bewegen ein und somit verlängere ich diese Lebensdauer von diesen Teilen da drin. Statusmäßig ist so ziemlich alles Standard. Ich habe einiges jetzt hier absichtlich nicht eingestellt, da ich ja nicht meine Einstellungen zeigen möchte. Das sind ja Sicherheitseinstellungen, die sollten nicht sichtbar sein. Aber wir können immer noch einiges sehen hier. Multikamera-Funktion ist vorhanden, Kamera-Name, Kamera-Zeit ist sehr wichtig. Und wenn wir dann später gehen, übrigens Statuslichter kann man auch ausschalten, wenn man möchte.
Und in Netzwerkeinstellungen können wir Wireless einstellen. Natürlich, diese Kamera funktioniert gerade über Wi-Fi. Ich habe sie nicht mit dem Kabel verbunden. E-Mail-Einstellungen sind sehr wichtig, wenn ihr E-Mail-Benachrichtigungen bekommen wollt. FTP-Einstellungen sehr wichtig, wenn ihr teilweise auch auf einen FTP-Server speichern wollt. Das mache ich nämlich. Neben dem Cloud-Service, den ich nutze, die DNS ist sehr wichtig, wenn ihr zum Beispiel eure Videos ansehen wollt außerhalb des heimischen Netzes, aber gleichzeitig nicht die Funktion von Foscam nutzen wollt, die direkte Lösung, die die anbieten, da deren Lösung ja quasi über deren Server geht und dadurch einige Bedenken haben. Ich persönlich sehe das überhaupt nicht ein. Foscam hat Millionen von Kunden. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass Foscam daran interessiert sich, ist mich in meine Unterhose zu sehen. Aber naja, jedem das seine, ich habe kein Problem damit. Hier haben wir natürlich die zwei Streams, von denen ich gesprochen habe. Den Hauptstream, der in besserer Auflösung ist. Und dann den Substream, der in einer deutlich schlechteren Auflösung ist. Und der Sinn ist, wie gesagt, wenn ihr nicht zu Hause seid und das Bild hakelt, könnt ihr umstellen und somit immer noch flüssiges Bild haben. Privacy Zone ist eine Funktion, die einen Teil der Aufnahme abdeckt. Wenn ihr zum Beispiel nicht wollt, dass was sichtbar ist, zum Beispiel ich in diesem Fall, könnt ihr das einfach bedecken und speichern, was ich hier vergessen habe zu tun zuerst, und man wird sehen, es hat nicht funktioniert. Deswegen gehe ich jetzt wieder zurück und mache es erneut. Dieses Mal aber werde ich meine Auswahl auch speichern, auf Save oben drücken. Und dann funktioniert das Ganze auch natürlich wunderbar. Man wird bemerken, dass wir hier kein perfektes rechteckiges Teil haben. Das liegt daran, dass wir ein Weitwinkelobjektiv an dieser Kamera haben. Dadurch sehen wir viel mehr und das ist natürlich ein Vorteil. Wenn wir aber die Kamera bewegen, bewegt sich natürlich diese Abdeckung auch. Und dadurch könnte etwas sichtbar werden, was ihr nicht wollt, sichtbar zu haben. Wieso würde man sowas nutzen? Naja, ihr wollt vielleicht nicht etwas, das aufgenommen wird. Vielleicht ist da, was weiß ich, euer Badezimmer und ihr wollt nicht, dass man da reinschaut, wenn die Tür offen ist. Keine Ahnung. Es ist da und man kann es nutzen und das ist wichtig. Snapshot-Settings sind letztendlich Einstellungen darüber, über die Fotos, die die Kamera nach Wahl aufnehmen kann. Also ihr könnt der Kamera sagen, ich möchte, dass du um diese Zeit so und so viele Fotos machst mit der Qualität und du sie bitte auf der SD-Karte speicherst. Ich nutze es nicht, ich mache nur Videoaufnahmen, aber manchen wäre es vielleicht interessant. Die Infrarot-LEDs kann man natürlich auch manuell so einstellen, dass sie sich um bestimmte Zeiten einschalten. Ich mache das nicht, da ich sehr zufrieden damit bin, wie die Kamera das automatisch erkennt. Aber wenn man das möchte, hat man diese Option hier natürlich auch. Motion Detection an sich ist das Wichtigste, es ist unser Alarm sozusagen, wenn sich was bewegt. Wird die Kamera aufnehmen, ihr könnt Datum einstellen, wann das sein soll, Zeit einstellen. Ihr könnt einstellen, ob das nur Aufnahmen sind, Aufnahmen und Fotos, wie oft, wie lang, ob die Kamera schreien soll, ob das PC, an den sie verbunden ist, schreien soll, ob die Fotos per E-Mail geschickt werden sollen, wie empfindlich das Ganze ist und so weiter. Audioaufnahmen sind in diesem Sinne auch möglich, per Audioerkennung. Und hier wird natürlich auch Video aufgenommen, aber das Mikro, denn die Kamera hat ja ein Mikrofon und einen Lautsprecher, das Mikro dieser Kamera ist wie bei allen anderen Kameras eigentlich nicht besonders gut, also muss man mit der Empfindlichkeit ziemlich herumspielen, aber wenn man es hinkriegt, kann die Kamera zum Beispiel es hören, wenn ein Fenster kaputt geht und sofort anfangen aufzunehmen, also es lohnt sich grundsätzlich damit herumzuspielen. Das hier ist letztendlich, wo man bestimmte Aufnahmen speichern möchte und Pre-Record ist eine tolle Funktion, diese Funktion erlaubt es uns 5 Sekunden werden quasi immer aufgenommen, also jetzt werden 5 Sekunden aufgenommen, danach werden die überschrieben mit den nächsten 5 Sekunden und wenn ein Alarm ausgelöst wird, werden die letzten 5 Sekunden an das Video hinten dran gehängt und wenn ihr es euch anschaut, seht ihr 5 Sekunden bevor jemand bei euch angebrochen ist, dann seht ihr, wie er einbricht und reinkommt. Das kann sehr nützlich sein und manchmal reagiert die Kamera nicht sofort, weil zum Beispiel ein Stein ist geflogen, den seht ihr nicht, ihr seht zuerst, wie das Fenster kaputt geht und dadurch könnt ihr diesen Stein auch sehen. Sehr, sehr praktisch. Local Area Alarm Recording ist letztendlich die Aufnahme, die auf einem PC gespeichert wird. Kann man machen. Hier kann man separat definieren, wie lang diese Aufnahme ist, etc. Scheduled Recording ist das gleiche mit dem Video, mit den Fotos davor. Man definiert, von wann bis wann aufgenommen wird, ohne jetzt Alarm oder sowas. Und hier ist die größte erste Änderung in dieses System. Record Full Strategy, Cover oder Stop. Stop steht dafür, wenn eure MicroSD-Karte nur 256 MB übrig hat, wird nicht mehr aufgenommen. Und Cover steht dafür, dass wenn das der Fall ist mit den 256 MB, alles überschrieben wird. Also dann, das ist ziemlich nützlich, gab es davor bei Foscam nicht. Und es ist eine Funktion, die sich viele gewünscht haben, denn da müssen wir nicht immer wieder alles manuell löschen.
finde es super, dass es da ist, gefällt mir sehr gut. Firewall und Systemeinstellungen sind schön und gut. Man kann damit Updates machen und so weiter. Aber ich persönlich mache meine Updates inzwischen nur über die mobile Applikation am Handy. Denn die erkennt automatisch, welche Firmware ihr habt. Die erkennt automatisch, ob eine neue verfügbar ist. Und die macht den Update auch automatisch. Ihr braucht nichts machen, nur einmal da drauf klicken. Also die mobile Applikation ist wirklich sehr gut geworden. Ich bin damit sehr zufrieden. Leider gibt es noch ein neues Problem. Nämlich, ich habe bis jetzt immer Firefox benutzt, um meine Kamera über meinen Webbrowser zu kontrollieren. Ich stelle aber fest, dass Firefox mit den neuesten Updates inzwischen die Plugins nicht unterstützt, die benötigt werden. Hierfür habe ich mir den Kopf zerbrochen, bis ich festgestellt habe, dass Firefox eine spezielle Version anbietet. Diese nennt sich Firefox ESR oder ESR, wenn man es auf Deutsch haben will. Und diese spezielle Version unterstützt natürlich schon die Plugins und wird auch es weiter tun. Ich glaube noch ein halbes Jahr mindestens. Was ich euch empfehle ist, ladet das herunter, wenn ihr das so nutzen wollt. Geht und sucht, also ihr sucht nach Firefox ESR, ladet es auch herunter, schaltet jegliche Updates aus, damit es sich nicht mehr updaten kann und dann könnt ihr diese Applikation bis ans Ende eurer Tage nutzen, um eure Kamera normal zu kontrollieren, ohne dass ihr euch Sorgen macht, dass das ausgepatcht wird. Wenn es um die Nachtsicht geht, hat die R4 sich nicht zu verstecken. Sie erzeugt eine sehr helle Aufnahme und man kann jegliche Details leicht erkennen, besonders wenn wir von einer Distanz von ca. 10 Meter sprechen. Was hier ein bisschen weniger ist, aber ich habe es auch so getestet und es hat super funktioniert. Die große Auflösung macht das Ganze einfach viel, viel besser. Sogar kleinste Details kann man erkennen und wenn man reinzoomt natürlich auch. Zu beachten ist natürlich, dass diese Kamera für den Innenbereich bedacht ist. Sie hat einen Outdoor-Mode, also für den Außenbereich, aber die Infrarotleuchten sind einfach nicht so stark und wenn die zum Beispiel durch ein Fenster schauen, wird man auch das reflektierende Licht auch sehen können, was stören kann. Was ich noch ansprechen wollte, ist, dass Foscam ja diesen Cloud-Service anbietet. Jeder, der eine Foscam hat, sollte auf myfoscam.com gehen und sich registrieren oder das über die mobile App machen. Auf jeden Fall lohnt sich das einfach, denn dadurch kann man das ganze DDNS und anderes Zeug überspringen. Die Kamera kann von außerhalb des heimischen Netzwerkes, auf der Kamera kann von außerhalb des heimischen Netzwerkes zugegriffen werden und man muss nichts Besonderes einstellen. Die Kamera wird so fast automatisch erkannt, also ganz wenig, nur den Namen und so weiter muss man einstellen der Kamera. Natürlich bietet Foscam aber wie gesagt auch einen Cloud-Service, also man muss diesen nicht haben, um diese Funktion zu nutzen, die ich angesprochen habe, aber wenn man Videos im Cloud speichern möchte, muss man sich dafür abonnieren und das kostet natürlich Geld. Ich dachte aber, ich zeige euch, wie das aussieht, denn ich habe mir jetzt einmal für einen Monat das Ganze gekauft und ich dachte, ich zeige es euch, dass es sehr, sehr interessant ist. Ihr werdet aber schnell bemerken, die Aufnahmen sind in 720p, nicht in 1080p, also es gibt bestimmte Einschränkungen. Es werden nur Alarmaufnahmen gespeichert hier, die Aufnahmen werden wie gesagt nur in 720p gespeichert, aber ansonsten funktioniert das Ganze sehr gut. Man hat unten diese Zeichen, woran man erkennen kann, ob jetzt eine Aufnahme vorhanden ist oder nicht. Ansonsten schauen wir uns mal ein paar Infos, die uns Foscam hier hinterlassen hat, diesbezüglich, denn nochmals, es gibt ja bestimmte Einschränkungen. Zuerst schauen wir uns die Preise an. Ich finde diese Preise eigentlich ziemlich okay, besonders die jährlichen Sachen. Ich habe jetzt dieses Paket hier, 30 Tage Video. Ich wollte es zuerst nochmal testen für 12,99 in US-Dollar und es ist immer besser in US-Dollar zu zahlen, sonst zahlt man quasi das gleiche im Euro. Dann hat man die Bitrate hier 720p, 8 bis 13 Aufnahmen pro Sekunde, Bilder pro Sekunde. Das klingt schlecht, aber ihr habt gesehen, es sieht ganz gut aus und es hat ein Plus ist damit verbunden. Wir haben sehr wenig unseres Internets wird in Anspruch genommen hiervon. Das bedeutet, euer Internet wird nicht extrem langsam sein, wenn eure Kamera ständig aufnimmt und auf den Server Sachen schickt. Das funktioniert bei mir über WLAN mit der R2 wunderbar, ich bin damit sehr zufrieden. Und da wollte ich euch aber auch eine der negativen Seiten dieses Services erklären. Man kann eine Kamera nutzen. Also man kann mehrere nutzen, aber man muss für jede zusätzlich zahlen. Und das ist das Blöde am Ganzen. Wenn man zum Beispiel drei Kameras hat, muss man dreimal dieses Abonnement zahlen quasi. Man kann nicht alle drei über einen Cloud-Server betreiben. Des Weiteren kann man auch nicht die Kamera wechseln. Das heißt, wenn ihr ein Jahr kauft und nach 6 Monaten eine neue Kamera kauft, müsst ihr nochmal kaufen oder eben die alte Kamera nutzen, bis die Zeit vergangen ist.
Auf der mobilen App funktioniert das Ganze wirklich super. Ihr werdet es jetzt hier sehen. Dauert ein bisschen länger, bis es sich das erste Mal öffnet. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich mein Handy zuerst am, gerade von dieser Kunde am WLAN angeschlossen hatte. Aber okay, zurück zum Thema. Wieso ist das meines Erachtens gut und wichtig zu haben? Naja, wenn ihr eure Aufnahmen am PC habt oder auf der Speicherkarte der Kamera, stellt euch jetzt vor, jemand kommt in euer Haus rein und klaut die Kamera, klaut das PC, also stehlt quasi alles, dann habt ihr die Aufnahme nicht mehr und dann kann die Polizei nichts machen. Das ist natürlich blöd, aber wenn ihr diesen Cloud-Service habt, dann könnt ihr von überall aus die Aufnahmen auf die Aufnahmen zugreifen und habt dann genau das, was ihr braucht. Es ist eben noch ein zusätzlicher Service, der uns zusätzliche Sicherheit bietet. Ich finde das toll und ich werde das weiter nutzen und ich kann es grundsätzlich empfehlen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr habt einen tollen Tag.